Das Space Launch System der NASA steht nach zwei Anläufen zu starten noch immer auf der Startrampe in Florida. Obwohl die Verzögerungen ärgerlich sind, waren sie doch absehbar, denn viele Komponenten verschleißen schon während der Vorbereitungen und manches kann und wird nur bei einem echten Startversuch getestet. Die Ursachen für die beiden Startabbrüche können zumindest schon teilweise genau benannt werden. Beim ersten Versuch am Montag, dem 29. August, schaffte man es, die Rakete bis zu 98% zu befüllen. So voll waren die Tanks nicht einmal bei den Wet Dress Rehearsals. Es gab Probleme und Missverständnisse mit undichten Stellen, Rissen und sogar ein Triebwerk hat uns Sorgen bereitet. Es war eine verrückte Woche. Deswegen schauen wir uns heute die aktuellsten Entwicklungen rund um das SLS genauer an. Und jetzt gleich Mars Chroniken abonnieren, das Video liken und los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Ich habe beide Versuche live gestreamt. Dazu hatte ich neben Toni von Mondgeflüster und Andreas von Igis Kosmos noch zahlreiche andere Gäste, die vorbeigeschaut haben. Wir werden natürlich den nächsten Versuch auch streamen. Aber wann wird der sein, möchtest du vermutlich jetzt wissen. Dafür müssen wir uns die aktuelle Lage genauer ansehen. Fangen wir beim ersten Startversuch am 29. August an. Als man sich der 100% Marke näherte, stellte man optisch fest, dass oben am Haupttank der Kernstufe etwas austrat. Man hat dann ziemlich schnell feststellen können, dass der orange isolierende Schaum einen Riss bekommen hatte. Mit diesem Problem ist man noch aus der Shuttle-Zeit vertraut. Seit jeher gibt es Probleme mit diesem Schaumstoff. Da der Riss nicht am Tank selbst war, erklärte man das für geklärt. Währenddessen meldete ein Temperatursensor des dritten RS-25 Triebwerks Werte außerhalb der erforderlichen Parameter. Genauer gesagt konnte man das Triebwerk nicht auf die notwendige Betriebstemperatur herunterkühlen. Man kühlt die Triebwerke, indem man den kryogenen Treibstoff in kleinen Kanälen und Leitungen durch das Triebwerk fließen lässt. Was nicht ganz so viel Sinn machte, war, dass andere Sensoren zeigten, dass die richtige Menge an Treibstoff durch das Triebwerk geflossen war. Das Kontrollzentrum oder auch Exploration Ground System oder kurz EGS schaffte es, die anderen Daten des Triebwerks zu verifizieren und kam zu dem Schluss, dass der Sensor in Frage defekt sein muss. An dieser Stelle möchte ich gerne anmerken, dass man jetzt schon zwei Probleme hat, die man beim zweiten Versuch bewusst ignorieren muss. Mit dem im Hinterkopf einen dermaßen wichtigen Jungfernflug durchzuführen, ist sportlich, um es milde auszudrücken. Ach ja! Und die anderen drei Triebwerke haben beim ersten Versuch auch niemals ihre angestrebte Betriebstemperatur erreicht. Bei der Pressekonferenz danach hat man diese Info dann etwas relativiert und gemeint, dass die Triebwerke auf dem Weg zur Betriebstemperatur waren, bevor der Start abgebrochen wurde. Es gab aber nicht nur eine undichte Stelle der Haupttankisolierung und ein Triebwerk mit einem defekten Sensor, sondern auch einige Herausforderungen mit Ventilen der Wasserstoffzufuhr. Es ist jetzt leicht, mit dem Finger zu zeigen und unreife Dinge zu sagen, aber man muss hier die enormen Anstrengungen tausender Menschen honorieren, die unermüdlich ein Problem nach dem anderen troubleshooten und dabei nicht wahnsinnig werden. Ich empfinde eine demütige Dankbarkeit dafür, dass ich in dieser Epoche der Menschheitsgeschichte leben und so coole Dinge sehen darf. Das ändert aber rein gar nichts an der Tatsache, dass das SLS ein Ablaufdatum hat. Das ist jetzt nicht zynisch gemeint, sondern Tatsache. Denn es gibt einschränkende Faktoren, die verschiedene Dinge nur in einem bestimmten Maß zulassen. Da wäre zum Beispiel das Flugabbruchsystem, das sogenannte FTS oder Flight Termination System, ist quasi der Selbstzerstörungsmechanismus, falls etwas schief gehen sollte. Das Ding wurde von der FAA für 20 Tage zertifiziert. Nach Verschiebungen hat man die Lizenz dafür auf 25 Tage verlängern können. Ob das reicht, kann ich dir nicht sagen, aber vermutlich gibt es bald genauere Infos dazu. Ein weiterer limitierender Faktor ist, dass sowohl die Bodenanlagen als auch die Flughardware können bzw. dürfen insgesamt 22 Tankzyklen durchlaufen. Mit allen Vorbereitungen, Wet Dress Rehearsals und Fehlstarts bleiben inzwischen 14 Versuche übrig. Ich denke, das sollte reichen. Der Grund dafür ist, dass die Hersteller der Hardware dem Auftraggeber, also der NASA, ein ganz spezifisch abgestecktes Produkt abliefern müssen. Nicht zuletzt auch aus versicherungstechnischen Gründen. Zu allem Überfluss drehte das Wetter dann auch noch. Als dann klar war, dass das Unwetter Einzug nimmt, hat man diesen ersten Versuch abgeblasen. Wenige Minuten nach dem offiziellen Scrub fielen die ersten Regentropfen. Also hat man hier meiner Meinung nach vernünftig und professionell gehandelt. Wie und warum wir überhaupt in dieser Lage sind, ist eine andere Frage.
Dazu habe ich mich schon in anderen Videos ganz klar geäußert. Die Links zu diesen Videos findest du natürlich in der Videobeschreibung. Für die Translunar Injection, also für das Manöver, das es braucht, um die Orion-Kapsel zum Mond zu schießen, muss die Oberstufe zweimal durch Felder von Weltraumschrott und Mikrometeoriten fliegen. Das klingt dramatischer als es ist. Was es bedeutet, ist, dass man die potenziell gefährlichen Objekte im Orbit im Auge behalten muss. Das ist ein weiterer Faktor, der einschränkt. Zudem gibt es Startfenster, die man einhalten muss, wenn man von Florida aus zum Mond fliegen will. Man kann nicht einfach nach Belieben starten. Bevor wir zum zweiten Versuch kommen, noch eine unbedeutende kleine Randnotiz. In der Pressekonferenz wurde bekannt gegeben, dass einige Probleme mit der Hardware auf Komponenten zurückzuführen sind, die nach dem Green Run im Stennis Space Center ausgetauscht wurden. Weiß nicht genau, was das bedeuten soll, aber vielleicht weißt du ja mehr als ich. Dann schreib es mir bitte in die Kommentare. Jedenfalls nenne ich diesen ersten Versuch einfach ein erweitertes Wet Dress Rehearsal und belüge mich selbst. Aber wenigstens fühle ich mich dabei gut. Der ursprüngliche Ersatztermin für den Montag war Freitag, der 2. September. Aber da sich die Crews erholen mussten und einiges an verdampftem Treibstoff nachgefüllt werden musste, entschied man sich für das Startfenster am Samstagabend mitteleuropäischer Zeit. Schon während der Vorbereitungen zum Stream wurde während des Tankprozesses schnell klar, dass der Samstag auch nichts werden würde. Aber was ist da eigentlich passiert? Nun, ein weiteres Wet Dress Rehearsal ist passiert. Beim langsamen Befüllen des Haupttanks mit Wasserstoff lief noch alles nach Plan. Aber als man die Durchflussrate erhöhte, stellte man austretenden Wasserstoff fest. Das ist nicht gut, weil das Zeug brennbar ist. Also wurde dieses Mal noch weniger Treibstoff eingefüllt als beim ersten Versuch. Es trat zwei- oder dreimal mehr Wasserstoff aus, als eigentlich normal wäre. Also hat man hier ziemlich schnell die Betankung eingestellt und mit dem Troubleshooten begonnen. Die ersten Einschätzungen ergaben dann, dass man das Problem bis zum Ende des Startfensters nicht mehr beheben könnte. Somit wurde der Start wieder verschoben. Kurz schwirrte das Gerücht herum, dass man zurück ins VAB müsse, aber das wird sich wahrscheinlich erst am 6. September herausstellen. Bis dahin wird man versuchen, die betroffene Dichtung der Schnellkopplung des sogenannten Quick Disconnect oder QD auszutauschen. Warum ist die Rede davon, die Rakete zurückzuschieben, wenn das Problem am Turm liegt? Nun, weil man das Ding nicht so einfach vom Turm trennen kann. Und die Akkus der CubeSats an Bord haben eine limitierte Lebensdauer. Also das muss auch noch mit den Kunden der Mission abgeklärt werden. Wenn es zu lange dauert, könnte es sein, dass man die CubeSats wieder herausnehmen und warten muss. Und wenn man schon im VAB ist, könnte man eventuell noch den defekten Sensor im Triebwerk austauschen, wenn das möglich ist. Also, sowohl meine Gäste als auch ich und die Mehrheit von euch rechnen erst mit einem erneuten Versuch im Oktober. Wann genau, werden wir erst erfahren. Jetzt muss erst einmal der QD repariert werden. Ein reparierter QD bedeutet zwangsläufig mindestens einen Cryotest vor dem Start. Also ich befürchte sogar, dass Oktober auch eher auf der sportlicheren Seite liegt. Aber das ist gut, that's the spirit. Und wenn es später wird, dann ist es nun mal so. Machen wir das Beste daraus. Wichtig ist jetzt, die Ursachen für die Probleme zu finden und erst zu starten, wenn alles funktioniert, wie es soll. Laut NASA-Administrator Bill Nelson wirken sich diese Verspätungen nicht auf Artemis 2 im Jahr 2024 und Artemis 3 im Jahr 2025 aus. Solche Startabbrüche sind ganz normal und mehr oder weniger eingeplant. Deswegen gibt es auch so viele Ersatztermine. Sowohl bei uns im Stream als auch später bei der Pressekonferenz wurde nach den Kosten eines solchen Abbruchs gefragt. Zum einen, es ist echt nicht mehr wichtig. Das Ding muss jetzt endlich in Betrieb gehen. Es ist auch wirklich schwer, die Kosten genau zu beziffern, denn für so einen Start arbeiten Menschen auf der gesamten Welt. Vor allem in den USA und in Europa. Viele Menschen sind extra nach Florida gereist. Mit dem im Hinterkopf wird schnell klar, dass die Kosten für einige Tankladungen Wasserstoff und Sauerstoff das Kraut auch nicht mehr fett machen. Um es in den Worten Bill Nelsons auszudrücken, die Kosten eines Startabbruchs sind geringer als die eines Versagens. Was du auch nicht vergessen darfst, ist, dass man das gesamte integrierte System, wozu auch viele Menschen gehören, testet. Lass uns in nächster Zeit etwas gnädiger mit diesem Programm umgehen. Das SLS hat es eh schon so schwer. Danke fürs Einschalten. Per aspera ad astra.